Willkommen zum nächsten Bundesligaspieltag aus dem Olympiastadion. Heute sehen wir ein sehr interessantes und spannendes Spiel zwischen den viertplatzierten Hertha BSC gegen den zweitplatzierten 1. FC Köln. Beide Vereine hatten bisher einen richtig guten Saisonstart, vor allem der 1. FC Köln, ein Underdog, der eigentlich eher im Mittelfeld platziert ist, aber sie haben sich bisher gut bewiesen, haben gezeigt, was für eine großartige Leistung sie zeigen können. Und niemand hätte vor der Saison jemals gedacht, dass sie sich hinter Bayern auf Platz 2 befinden werden. Von daher wird es ein sehr interessantes Spiel und ich wünsche euch, liebe Zuschauer, viel Spaß bei dieser Spieltagssimulation. Wir sehen die Startformation von Hertha BSC. Sie spielen heute in einer 4-5-1-Formation. Hier haben wir die Startelf von FC Köln. Sie spielen genauso wie letzte Woche gegen Ingolstadt in dem 4-4-2. Die Fans machen mit ihrer begeisternden und wirklich genialen Stimmung das ganze Spiel nur noch heißer. Einem tollen Fußballspiel spricht nichts mehr dagegen. Und gleich kann die Partie auch beginnen. Jascha Zuheide ist der Unparteiische dieser Partie. Hertha BSC bereitet sich darauf vor, den Anstoß zu machen. Jascha Zuheide muss nur noch pfeifen, das hat er getan und jetzt beginnt das Spiel. 90 Minuten beginnen und wir sind gespannt, was hier passieren wird. Skjelbe trägt zu Kalou und Darida, das könnte spannend werden. Ein klitzekleiner Eingriff von Timo Horn, aber dann keine so ganz große Gefahr. Flanke, oh, aber Darida hat jetzt den Ball. Jetzt rüber zu Lustenberger, der mit dem Schuss, aber der geht darüber. Das hat auch Timo Horn gesehen, ist er gar nicht gesprungen, sondern hat den Ball nur hinterher geguckt. Fabian Lustenberger, ja, da hat er auch gemerkt, der Ball ging da ein paar Zentimeter, ja gute 1-2 Meter eventuell sogar, darüber. In der vierten Minute der erste Schuss, aber keine große Gefahr. Jetzt Konstantin Rausch mit der Nummer 34. Hier, der schießt aber ziemlich weit. Masserisse wollte den Ball da noch bekommen, aber der Ball war schon zu nah an der Linie. Wir schauen uns doch mal den einen Schuss von Fabian Lustenberger an, der bisher keine große Gefahr war und auch ein bisschen zu weit oben war. Bisher keine Gefahr für Timo Horn und den 1. FC Köln. So. Anstoß und direkt einmal ein Handspiel. Da gibt es Freistoß für den 1. FC Köln. Magima frei macht's und direkt zu Lehmann. Marco Höger nimmt den Ball an zu Konstantin Rauch jetzt. Na, Anthony Modest bekommt den Ball nicht. Jetzt haben die Berliner wieder den Ball. Darida. Darida weiterhin zu Kalou. Der zu Skjelbred. Wieder Kalou. Aber jetzt haben die Kölner den Ball. Konstantin Rausch zu Marco Höger. Der zu Jonas Hector. Hoch zu Anthony Modest. Und jetzt könnte es spannend werden. Konstantin Rausch hat wieder den Ball. Aber wieder geht er viel zu weit. Viel zu schnell und mit viel zu viel Energie und Kraft. Da muss Konstantin Rausch ein wenig mehr Schwung in den Ball reinbringen. Dann klappt es eventuell mit der Flanke. Somit aber noch keine Gefahr hier für Hertha BSC und ihren Keeper Thomas Kraft. Jetzt hat Köln wieder den Ball. Super Ballabnahme hier. Jonas Hector zu Dominik Heinz. Der zu Höger. Rausch. Rausch jetzt ganz nach oben zu Modest. Lehmann wieder Rausch. Und jetzt Jonas Hector.
Was versucht Jonas Hector? Er versucht einen Schuss, aber ein Berliner hat hier den Ball noch bekommen. Der Nachschuss von Modest, aber das war kein so guter Nachschuss. Gleich 18. Minute, immer noch 0:0. Abstoß von Thomas Kraft und der erfolgt und geht direkt einmal über die eigene Hälfte. Jetzt hat Berlin den Ball. Lustenberger zu Skjelbred. Plattenhardt. Stocker. So, jetzt hat Stocker den Ball. Und jetzt könnte es ein bisschen gefährlich werden. Aber der Ball vorerst abgewehrt, der Nachschuss. Aber der ging dann doch effektiv zu weit über das Tor. Das hat Skjelbred hier auch deutlich bemerkt. Weiter geht's mit einem Abstoß von Timo Horn. Der geht ein paar Meter weit nach oben. Jetzt bekommt Konstantin Rausch den Ball. Sieht da Modest, will aber dann doch lieber zu Yuya Osako. Und das war ein Foul. Jetzt gibt's den ersten richtigen und etwas näheren Freistoß. Jascha Zuheide zieht die Linien und wir haben eine Dreiermauer. Stocker sehe ich, Darida und Kalu sehe ich. Somit ist klar, aus welchen drei Spielern die Berliner Mauer hier steht. Also in dem Sinne die Fußballspieler natürlich. Der Schuss von Marcel Risse, flach. Dominik Heinz und fast eine große Möglichkeit, fast ein gutes Tor. Hier sehen wir nochmal Dominik Marosa schon. Doch, Dominik Heinz, so, jetzt haben wir es. Dominik Heinz hier fast mit dem Tor, nur ganz knapp daneben. Aber die erste richtige Chance für den ersten FC Köln in der 24. Minute, aber leider nicht ganz was geworden. Und da hat sich natürlich Heinz auch ein bisschen drüber aufgeregt. Das war wirklich eine super Möglichkeit gewesen, aber somit immer noch 0:0. Aber Köln ist schon wieder im Ballbesitz, das ist doch wenigstens etwas Gutes. Aber das war Abseits. Wir sehen es nochmal. Da kam der Ball über Yuya Osako, der da deutlich im Abseits war. Brooks. Jetzt mit dem Schuss, aber die Kölner haben direkt wieder den Ball. Marco Höger zu Matthias Lehmann. Der verliert allerdings kurzerhand den Ball. Und jetzt haben die Berliner wieder den Ball. Fabian Lustenberger zu Kalu. Salomon Kalu zu Skjelbred. Der hier ein bisschen mit Jonas Hector. Und jetzt ist der Ball über die Linie. Es gibt den ersten Einwurf für Berlin. Der geht zu Kalu, Skjelbred und Timo Horn hier hat gut aufgepasst, den Ball direkt einmal weggefaustet. Aber Berlin hat direkt wieder den Ball. Aber Marcel Risse ist diesmal hier zur Stelle und sichert den Ball, damit es hier keine große Chance für Hertha BSC gibt. Marcel Risse hat jetzt den Ball. Frederik Sørensen. Das Ganze zu Osako, der seinen Vertrag im Übrigen verlängert hat. Somit bleibt Osako uns ein paar Jahre weiterhin hier noch beim ersten FC Köln bestehen. Das freut uns Kölner Fans natürlich sehr, auch mich. Ich bin ein Kölscher Jung, aber ich bin hier natürlich unparteiisch. Das sage ich direkt einmal dazu. Aber es freut mich, dass Osako seinen Vertrag verlängert hat. Und jetzt hier eine Chance! Oh, es geht an den Pfosten! Aber noch 0:0. Aber das war gerade eine richtig gefährliche Situation für den ersten FC Köln. Jetzt läuft hier Osako. Und, der Ball fast. Bums, da war es dann doch. Der Nachschlag hier von Anthony Modest führt zum 1:0. Da sehen wir Osako mit der Chance. Aber vorerst hält hier Thomas Kraft aber den zweiten Ball von Anthony Modest. Den kann er nicht halten. Super reingemacht in das Netz. Super Chance. Und bums,
Da haben wir das erste Tor vom Torschützenkönig Anthony Modest. 8 Tore bisher jetzt in der Bundesliga, wenn man dieses Tor mit dazu zählt. Und das ist wirklich eine beeindruckende Leistung. Aber jetzt wissen auch, was die Berliner machen müssen. Sie müssen natürlich nachholen. Gar nicht mehr so viel durchlassen und erlauben, sondern jetzt Druck machen. Und die Kölner eventuell ein wenig herauslocken. Und das wird, denke ich mal, auch der Plan sein von den Berlinern. Aber dies klappt vorerst nicht. Köln hat den Ball. Marcel Risse zu Frederik Sørensen. Aber jetzt hat Berlin den Ball. Kalou zu Behrens. Aber Konstantin Rausch ist auch noch da. Aber da passiert nichts Großartiges. Behrens schon wieder. Der jetzt mit der Flanke. Aber der Ball geht ein paar Zentimeter neben das Tor. Und hier sehen wir nochmal das grandiose Tor von Anthony Modest, der hier unverzichtbar für den 1. FC Köln ist. Hier der Nachschuss, der Nachschlag, wie ich bereits sagte. Und das hat das 1:0 gebracht. Köln hat jetzt den Ball. Jonas Hector zu Konstantin Rausch. Und schießt der nirgendwo hin. Doch jetzt zu Anthony Modest, aber der verliert den Ball, nachdem Berlin den eigentlich hatte. Marco Höger zu Matthias Lehmann. Und Konstantin Rausch wieder. Der läuft hier, will auch direkt das 2:0 machen. Aber das klappt nicht. Hier diesmal gut aufgepasst von Thomas Kraft. Und beim zweiten Schuss war es dann abseits. Ja, der erste Schuss war schon im Abseits. Somit Abstoß für Thomas Kraft. Und die erste Hälfte, die wurde gerade abgepfiffen. Ein Tor haben wir bereits gesehen von Anthony Modest für den 1. FC Köln zum 1:0. Bisher eine wirklich großartige Leistung hier vom 1. FC Köln und auch von Anthony Modest, dem Franzosen. Und jetzt gleich geht es auch sofort weiter. Hertha BSC wird sich hier einige Worte mit Sicherheit antun müssen in der Umkleide. Ein bisschen Tempo machen müssen sie auf jeden Fall jetzt, wenn sie hier das Ding noch drehen möchten. Ein wenig Tempo, wie gesagt, Kraft müssen sie reinbringen und natürlich auch Druck. Ich denke mal, das wurde alles gerade eben in der Umkleide konkret erklärt und besprochen. Aber die Frage ist, funktioniert das auch? Kann Berlin hier auf irgendeine Art und Weise Druck machen und eventuell einen Ausgleich zumindest schaffen? Das ist die große Frage. Aber jetzt erstmal ist Köln hier die ganze Zeit im Ballbesitz. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben die Berliner den Ball. Nach einem kleinen Fehlschuss. Köln aber direkt wieder zur Stelle. Und jetzt hat Marcel Risse den Ball. Der lässt hier die halbe Abwehr links liegen. Schuss. Aber da geht's doch, doch, doch. Da geht es. Da geht es doch. Sako. Da sehen wir nochmal. Marcel Risse, der hatte hier zunächst geschossen. Dann aber zunächst den Ball gehalten. Aber dann Sako aus einem Winkel, wo man eigentlich kein Tor machen kann. Es ist einfach unfassbar, wie Sako da stand und dann doch das Tor schafft. Und Thomas Kraft denkt sich in dem Sinne gerade, Mensch, was ist denn da gerade passiert? Osako somit zum 2:0 für den 1. FC Köln. Und jetzt muss hier Hertha BSC definitiv etwas ändern, wenn sie überhaupt nochmal in das Spiel zurückfinden möchten. Und es könnte schwierig werden, aber dennoch noch machbar. Gerade erstmal jetzt gleich 54. Minute. Aber Köln, die sind hier auf jeden Fall im höchsten Gang. Die sind im höchsten Gang und machen richtig viel Druck. Jetzt aber Berlin hier mit der Chance. Aber der Ball, der geht zu weit nach oben. Da sehen wir es nochmal. Keine ganz so große Gefahr. Das hat auch Darida bemerkt. Und es gibt den ersten Wechsel. Niklas Stark kommt für Per Skjelbred. Das ist auch notwendig, denn bisher kam nicht viel
Gegenwehr von Hertha BSC. Aber vielleicht könnte das mit Niklas Stark passieren. Man weiß ja nicht, was der Trainer alles so den Spielern in der Umkleide gesagt hat. Köln hat jetzt Ballbesitz. Jonas Hector zu Konstantin Rauch. Der hier im Zweikampf mit einem Berliner Spieler. Aber alles in Ordnung. Jetzt die Flanke, aber die geht wieder viel zu weit. Nein, das ist doch so ein kleines Problem. Die Flanken von Konstantin Rauch, die haben zu viel Schwung. Die haben zu viel Kraft. Und so kommt da kein, ja, anderer Spieler an diesen Ball ran. Daran sollte er eventuell einmal ein bisschen dran arbeiten, ein bisschen dran trainieren. Jetzt hat Köln auf jeden Fall den Ball. Marcel Risse, jetzt kann es wieder gefährlich werden für Hertha BSC. Flanke. Aber abseits. Egal, was jetzt passiert wäre. Und dies schauen wir uns nicht an. Oder war das Hand? Manchmal kann man das gar nicht so genau, ja, unterscheiden, was es jetzt war. Aber ich glaube dann doch, dass es Hand war. Aber das macht jetzt eh nichts. Denn Köln hat schon wieder Ballbesitz. Yuya Osako. Diesmal war es definitiv abseits. Da können wir uns sicher sein. Das war auf jeden Fall der Pfiff für abseits. Dann war es eben also Hand gewesen. Und hier sehen wir, ja, das ist abseits. Da braucht man sich nicht darüber zu beklagen oder eine Diskussion darüber zu starten. Das war abseits. Brooks hier mit dem Schuss. Und Berlin im Ballbesitz, aber nur ganz, ganz kurz. Höger hat hier den Ball jetzt mittlerweile zu Konstantin Rauch. Anthony Modest zu Yuya Osako. Marcel Risse, der schießt. Und zu weit nach oben. Das war zu weit nach oben. Aber es gibt Ecke. Und wir sehen nochmal das fast unfassbare Tor hier von Yuya Osako. Die Ecke macht Konstantin Rauch. Ich hoffe mal, dass die nicht so weit geht, die Flanke. Nein, ausnahmsweise nicht, aber Berlin sichert hier den Ball. Aber das war jetzt ein kleines Problem. Mafrei war nicht gedeckt von einem Berliner und somit haben die Kölner jetzt hier wieder den Ball. Höger, aber ein bisschen zu weit nach drüben. Er hätte eventuell nicht so weit auf das Tor schießen sollen, sondern eventuell einen Anschlussspieler suchen sollen, aber das hat er nicht getan. Wir sehen Wladimir Dadira und Yuya Osako sehen wir hier jetzt auch und der geht runter. Artyoms Rutenefs kommt jetzt. Der war ja letzte Woche schon da gewesen und kam, glaube ich, auch letzte Woche für Yuya Osako. Auf jeden Fall ein Spieler, der ja schon einige Vorlagen gemacht hat. Und ich bin gespannt, ob er ja heute eventuell sogar ein Tor hinkriegt. Man weiß es ja nicht. Jetzt hat Fabian Lustenberger den Ball zu Stocker. Stocker, aber Timo Horn ohne Probleme hier. Mit dem Ball in den Händen, aber direkt wieder kurz den Ball hier für Berlin. Zweikampf, aber da geht Fabian Lustenberger zu Boden. Ja, und der beschwert sich darüber ein klein wenig. Aber es war jetzt kein großartiges Foul gewesen. Somit auch keinerlei Karten hier für irgendeinen Spieler. So. Wenn ich das richtig sehe, besteht die Kölner Mauer hier aus Modest, Rutnefs und Risse. Jawohl, das ist soweit auch richtig. Das ist Risse, Modest und Rutnefs. Und Fabian Plattenhardt wird hier gleich schießen. Jetzt der Schuss. Plattenhardt. Oh, der Schuss! Aber das war ärgerlich, weil das ging ein bisschen darüber.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Aufregung, so ein bisschen die Spannung. Und wenn die nicht raus ist, wie wir hier sehen, dann bringt das alles nichts. Berlin immer noch ohne ein Tor, aber mit mindestens zwei, drei guten Chancen hier bisher. Es gab mittlerweile einen Wechsel. Und jetzt hat Sørensen den Ball. Jovic ist nämlich drin. Der kam, wenn ich mich jetzt nicht täusche, für Marco Höger. Und jetzt haben die Berliner wieder den Ball. Behrens. Rüber zu Darida jetzt. Der kommt mit einer Flanke an, aber die Kölner haben hier super geklärt. Jonas Hector zu Anthony Modest, aber ich glaube, der hat schon gecheckt, dass das Abseits ist. Hat den Ball gar nicht richtig angenommen, ist auch ziemlich weit nach vorne weggelaufen. Ja, da sehen wir auch, das war auf jeden Fall Abseits. Und Solomon Kalou muss runter, der ja nicht wirklich viel gezeigt hat in diesem Spiel. Gut, man kann ja nicht immer glänzen. Vielleicht klappt es dann für den Spieler, der reingekommen ist, besser. Ich denke mal, wir werden gleich die Grafik sehen, wer reingekommen ist. Das konnte ich nämlich nicht so genau sehen. Und noch einer geht runter. Fabian Dustenberger. Dafür kommt Jens Hegeler mit der Nummer 13. Ja, auch Lustenberger ja mit ziemlich wenigen Möglichkeiten heute in das Spiel reinzufinden. Wir sind auch mittlerweile jetzt gleich in der 81. Minute. Julian Schiebler oder Schieber. Ich habe da gerade nicht ganz drauf geachtet. Aber das macht nichts. Langkamp hier. Kommt aber nicht hinterher von Rudevs. Und oh, das war eine gute Chance hier. Das war eine gute Chance. Wir sehen's. Aber ging ein bisschen weiter drüber. Das haben Rudnevs und Modest bemerkt. Aber sie haben ja keinerlei Befürchtungen, dass ja irgendwas schief geht. Denn sie führen ja mit 2 zu 0 gegen Hertha BSC. In der Tabelle wäre das dann mit Sicherheit Platz 2 oder 3, je nachdem wie die anderen Vereine alle spielen. Vielleicht auch 4, 5, man weiß es nicht. Aber so um den Dreh herum sollte das dann doch sein. Oh, jetzt ein Schuss! Modest hier. Aber es war Abseits. Natürlich wieder ärgerlich. Das wäre natürlich wieder eine super Chance gewesen, eventuell ein 3 zu 0 reinzumachen. Hier sehen wir es nochmal. Mit dem Schuss war es Abseits gewesen. Und gleich Hertha BSC scheint hier nicht so mit einer neuen Chance anzukommen. Scheinen hier nicht noch etwas. Und jetzt ist natürlich die Frage, können die Kölner eventuell noch einen draufsetzen? Da werden wir jetzt die letzten Minuten abwarten müssen. Reguläre Zeit ist jetzt theoretisch vorbei. Ein Schuss! Aber es ging nur an das Außennetz. Keine Gefahr, somit wieder für den ersten FC Köln. Es ging ja nur an das Außennetz. Und na, das ist natürlich jetzt ein bisschen der Frust, der hier sitzt. Da sehen wir es nochmal. Es ging nur ans Außennetz. Und das hat dann nachher auch der Berliner Spieler gemerkt. Anthony Modest muss runter. Super Arbeit hier und dafür kommt Serhou Guirassy. 4 Minuten Nachspielzeit noch. Finde ich für meine Meinung nach ein bisschen zu viel. 2 Minuten hätten da maximal gereicht. So viel ist dann doch nicht passiert. Ein paar Chancen, das eine Tor von Osako. Ja, da hätten 2 Minuten auf jeden Fall gereicht. Die auch gleich schon wieder zu sind, die 4 Minuten. Oh, wieder eine große Chance hier eventuell. Und der Nachschuss, aber Jovic. Ja. Kompliziert hier, da sehen wir es. Thomas Kraft hat hier super gehalten, aber es gibt noch einmal Ecke. Und ich denke mal, die macht Konstantin Rausch. Ja,
die Ecke macht Konstantin Rausch. Es wird die letzte Möglichkeit sein, hier für Köln eventuell noch ein 3:0 zu machen. Aber Berlin haben hier kurz an den Ball. Jetzt hat Gyrassi den Ball. Serhou Gyrassi! Aber Thomas Kraft hier ohne Probleme hat den Ball dieses Mal gehalten. Und die Zeit müsste jetzt um sein. Jawohl! Jeschta Zuhaide hat abgepfiffen. 2:0. Das Spiel ist beendet. Was ein super Spiel hier von dem 1. FC Köln gegen Hertha BSC. 2 Tore durch Anthony Modest und Yuya Osako konnte man sehen. Hier sieht man auch nochmal Yuya Osako, der hier heute 2 Schüsse insgesamt hatte. Und 1 davon ging hier dann auch ins Tor der Berliner. Was für ein super Spiel, kann ich hier sagen. Super spannend. Super tolle Chancen hatten beide Vereine und jetzt endlich nehmen die Kölner 3 Punkte mit in die wunderschöne Domstadt Köln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis nächste Woche zur nächsten Spieltagssimulation. Ciao, ciao!